Wir alle haben in verschiedenen Situationen oft Konfliktgespräche zu führen. Und für die meisten sind diese Konfliktgespräche erstmal unangenehm. Ich finde, das muss nicht sein, denn Konfliktgespräche sind eine Riesenchance für einen selbst und für die Beziehung zu demjenigen, mit dem man das Konfliktgespräch führt, zu verbessern. Und dazu gibt es ein paar Dinge, die man beachten kann, um so ein Konfliktgespräch wirklich gut zu führen und da für sich viel rauszuholen und das auch möglichst gut zu Ende zu bringen. Und das gilt sowohl für das private Umfeld als auch fürs berufliche Umfeld. Im beruflichen Umfeld ist zum Beispiel ein klassisches Konfliktgespräch ein Reklamationsgespräch. Wenn Sie zum Beispiel irgendwas gemacht haben oder Ihre Firma irgendwas gemacht hat und was nicht so optimal gelaufen ist und sich ein Kunde darüber beschwert. Und die Möglichkeit, so ein Konfliktgespräch gut zu führen, beruht auf drei Fähigkeiten, nämlich erstens der Fähigkeit, die eigenen Fehler zuzugeben, ohne mildernde Umstände ins Feld zu führen, zweitens die Fähigkeit, sich zu entschuldigen und drittens die Fähigkeit, sich zu bedanken. Ich nenne es deswegen Fähigkeit, weil nicht jeder das kann. Also nicht jeder kann sich wirklich bedanken in so einer Situation. Und damit will ich gleich mal anfangen, mit dem letzten Punkt, nämlich die Fähigkeit, sich zu bedanken. Wenn irgendjemand zu Ihnen kommt mit irgendwas, was derjenige doof findet, dann können Sie sich dafür erstmal aus vollem Herzen bedanken. Denn wenn es zum Beispiel ein Kunde ist, bedeutet das schon mal, der Kunde gibt Ihnen die Gelegenheit, etwas zu heilen, was sozusagen die Beziehung, die Kundenbeziehung zu ihm betrifft. Der könnte auch einfach wegbleiben und dann würden Sie ihn als Kunden nie wiedersehen und wird dann im Umfeld schlecht über Sie oder Ihre Firma reden. Und dass der Kunde Ihnen also die Möglichkeit gibt, das zu heilen oder zu reparieren, ist der erste Grund, sich zu bedanken. Und zweitens, der zweite Grund, sich zu bedanken, ist, dass Sie die Möglichkeit haben, diesen Fehler, wenn es denn ein Fehler ist, zumindest theoretisch abzustellen. Ja, das heißt, idealerweise weist Sie Ihr Kunde auf etwas hin, was bei Ihnen nicht optimal läuft, zumindest aus seiner Sicht. Und im privaten Bereich wäre es das Gleiche. Wenn Ihr Partner irgendwas anspricht, was der total doof findet, dann bedeutet es, es besteht noch Hoffnung, dass Sie über bestimmte Dinge reden können. Ja? Der könnte auch gar nicht mehr darüber reden und das auch gar nicht mehr ansprechen. Das wäre, wie ich finde, nicht gut. Ja? Das heißt, auch da können Sie erstmal sagen, Mensch, also beim Kunden kann man sagen, Mensch, vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Das gibt uns ja die Möglichkeit, das zu verbessern, ja? Und das vielleicht auch irgendwie hinzubekommen. Und im privaten Umfeld werden Sie natürlich andere Worte wählen. Da können Sie sagen, Mensch, finde ich toll, dass du das ansprichst. Ne? Ist vielleicht ein blödes Thema, aber finde ich gut, ja? So können wir darüber reden. Also das ist das Erste, die Fähigkeit, sich zu bedanken dafür, dass es angesprochen wird. Die zweite Fähigkeit ist eine, die aus meiner Sicht fast immer falsch gemacht wird, nämlich eigene Fehler zuzugeben, ohne mildernde Umstände ins Feld zu führen. Eigene Fehler zuzugeben fällt den meisten schwer. In meisten Fällen will man seine eigenen Schwächen und Fehler irgendwie verbergen und auf bestimmte Dinge hinweisen, die dazu geführt haben. Das heißt, nehmen wir mal an, Sie kommen zu spät zu einer Verabredung mit einem Freund, ja, und dann versuchen, dann, und der sagt von mir, ja, wieso kommst du zu spät, ist ja total doof. Dann versuchen Sie immer, irgendwelche mildernden Umstände ins Feld zu führen. Und sagen vielleicht von mir, ja, tut mir leid, aber mein Auto ist nicht angesprungen oder ich habe einen Bus verpasst oder war Stau oder was auch immer. Letztlich führt es aber darauf hinaus, Sie sind zu spät gekommen. Und es ist sehr, sehr wirksam, keine mildernden Umstände ins Feld zu führen, wie es war Stau oder mein Auto ist nicht angesprungen oder was Sie auch immer als Entschuldigung oder als Ausrede nehmen. Wenn Sie einfach nur sagen, ja, tut mir leid, ich bin zu spät, ich habe keine Entschuldigung dafür oder ich kann nur sagen, sorry, ja, es gibt vielleicht mildernde Umstände, die will ich aber extra nicht ansprechen. Ich bin anscheinend zu spät losgefahren oder losgegangen. Also das Problem ist nämlich häufig, wenn gerade in Kundenbeziehungen auch, wenn Sie selbst mildernde Umstände ins Feld führen, klingt das so, als wollen Sie das entschuldigen und verteidigen. Und das führt dann dazu, dass Ihr Gegenüber den Eindruck hat, ja, der hat es irgendwie anscheinend noch nicht verstanden. Ja? Und ich muss dann nochmal das Ganze etwas dramatischer hinstellen. Das heißt, der Kunde stellt etwas dramatisch dar und Sie sagen, naja, so schlimm ist das ja nun auch nicht und gucken Sie mal, das lag daran und daran. Und dann denkt der Kunde unbewusst, ja, der hat's anscheinend, ist anscheinend noch nicht angekommen, was ich hier sage. Ich will sagen, das war totaler Mist und bitte erkennen Sie das an. Und je mehr Sie versuchen, mildere Umstände ins Feld zu führen und sich selbst zu erklären und sich selbst, ja, selbst entschuldigende Details zu präsentieren, desto aufgebrachter wird der Kunde. Und
Das Gegenteil ist sehr viel besser. Einfach keine milderen Umstände ins Feld führen und einfach nur sagen, tut mir leid, das war totaler Mist und das hätte nicht passieren sollen. Ja. Auch wieder hier im privaten Bereich werden Sie da andere Worte für wählen. Aber auch da ist es sehr hilfreich, eben nicht auf Dinge zu verweisen, die Ihr Verhalten entschuldigen könnten. Und der dritte Faktor ist, da sind wir nämlich schon, sich selbst zu entschuldigen. Also wirklich ehrlich zu sagen, Mensch, tut mir leid. Ja, das ist Mist, ist doof gelaufen, ja, das war irgendwie totaler Mist. Und im privaten Umfeld sind also die Worte auch, es tut mir leid, sehr machtvoll und sehr wirksam. Und viele glauben, sie vergeben sich da etwas, wenn sie sich entschuldigen oder wenn sie sagen, oh, es tut mir leid. Aber das ist was sehr, sehr Schönes. Ja. Wenn sie sich selbst ehrlich sagen können, es tut mir leid, dann nimmt das in den meisten Fällen schon sehr viel Spannung aus diesen Konfliktgesprächen raus. Also das waren so die drei wesentlichen Faktoren, die Fähigkeiten, die Sie benutzen und ausbilden sollten, um Konfliktgespräche gut zu führen. Die Fähigkeit, sich zu bedanken, die Fähigkeit, auf eigene Fehler einzugehen und die zuzugeben, ohne mildernde Umstände ins Feld zu führen. Und die drittens, die Fähigkeit, sich zu entschuldigen. In bestimmten Situationen kann es übrigens dann auch sehr hilfreich sein, wenn man dann noch die Frage stellt, wie wollen wir jetzt mit dieser Situation umgehen? Oder was schlagen Sie oder was schlägst du vor, was wir jetzt machen? Das kann je nach dem, um welchen Konflikt es sich handelt, auch sehr hilfreich sein, denn das öffnet den Dialog dazu, was der andere eigentlich will. Denn der andere spricht es an, der hat meistens auch eine Vorstellung davon, was er sich als Ergebnis wünscht. Und auch das ist ein Fehler, der häufig gemacht wird. Viele neigen dazu, erstmal sich selbst Gedanken zu machen. Oh, der Kunde oder mein Partner oder mein Freund oder meine Freundin will bestimmt dies und jenes. Aber das muss nicht zutreffen. Ja, also da ist es sehr hilfreich, in vielen Situationen noch zu fragen, okay, was wollen wir jetzt machen? Ja, oder wie wollen wir jetzt mit der Situation umgehen? Oder was stellen Sie sich vor, damit wir die Situation gut in Ihrem Sinne gelöst bekommen? Das ist also auch nochmal eine sehr hilfreiche Ergänzung. Okay, ich hoffe, das hilft. Nochmal, Konfliktgespräche sind eine großartige Geschichte, wenn man weiß, wie man sie gut führen kann, denn es vertieft jegliche Art von Beziehungen. Und beim Kunden nochmal, also bleiben wir nochmal in diesem beruflichen Kontext, ein Kunde, der reklamiert, der sich gut behandelt fühlt, wird der treueste Kunde sein, den Sie haben. Und der wird das auch Leuten weitererzählen und wird ein sehr loyaler und treuer Kunde sein. Und in Ihrem privaten Umfeld wird das auch Ihre Beziehung stärken, wenn Sie Konflikte gut meistern können und Konfliktgespräche gut führen können. Und ich hoffe, die Dinge, die ich hier genannt habe, helfen dabei ein bisschen, bei Ihren nächsten Konfliktgesprächen das besser zu meistern oder einfach, dass es ein bisschen glatter und eleganter durchgeht. Viel Spaß dabei!